Hallo und willkommen auf dem Kanal Gaming Proofs. In diesem Video schauen wir uns weiter die Story von Mortal Kombat 1 an. Und zwar Kapitel 8. Wir müssen los. Jetzt! Johnny, Kenshi, Kung Lao, ihr seid sicher zurückgekehrt. Bei den Göttern. Das waren Prinzessin Melinas innere Dämonen. Sie nahm mir die Sicht, doch auf seine Art gab Sento sie mir zurück. Sentos Bund mit dir ist ein Segen, doch ich hatte gehofft, dass es diesmal auf andere Art geschähe. Diesmal? Verzeihung, Kenshi, ein Versprecher. Geht. Die Mönche behandeln eure Wunden. Wir hatten Shang Tsung, aber er entkam. Ich verstehe, warum er dich nervös macht. Er steckt bis zum Hals in Scheiße. Ruht, esst und dann reden wir. Bekomme ich einen Martini? Geschüttelt, nicht gerührt. Genau. Ach ja, das sind die neuesten Mitglieder der Erdenreich-Gang. Ohne sie hätten wir es nicht geschafft. Ashra und Sizoth. Du kennst uns? Als Beschützer des Erdenreichs weiß ich vieles. Kennst du auch meinen ehemaligen Meister Quan Chi? Er arbeitet mit Shang Tsung. Eine tödliche Allianz. Genau. Kommt, ihr alle, erzählt mir, was geschah. Tja, das war's mit dem Martini. Shang Tsung und Quan Chi konspirieren erneut gegen das Erdenreich? Was Johnny und Kenshi sagen, sollte nicht möglich sein. Du sahst, wie ich die Geschichte umschrieb. Ich gab den Zauberern bedeutungslose Leben. Sie hätten nie Macht erlangen, geschweige denn sich verbünden dürfen. Okay, das ist ja interessant. Arbeit war tadellos. So wäre es auch gekommen, hätte nicht jemand eingegriffen. Jemand? Was meinst du? Eine Person besuchte die beiden Zauberer. Durch ihren Eingriff veränderte sich der Lauf ihrer Leben. Und wer? Unbekannt. Ihre Identität wird vom Stundenglas verschleiert. Nicht schlecht. Wer hätte diese Macht? Chronika? Ist sie am Leben? Unmöglich. Sind sie erst einmal vernichtet, werden Titanen nicht auferstehen. Dann muss jemand anderes die Zeitlinie überlebt haben. Und plant jetzt Rache. Und wer ist das, wenn es nicht Chronika ist? Es ist die einzig plausible Theorie. Du musst einen Beweis finden, Garrus. Das Schicksal der Reiche hängt davon ab. Wie lange sollen wir denn noch hier warten? Geduld, Bi-Han. Wow, wir spielen mit Sub-Zero. Aufgaben kümmern. Wäre er hier, würde Vater uns raten, geduldig zu warten. Aber er ist fort und ich bin Großmeister. Seine Lehren gingen nicht mit ihm. Sie sollten uns immer leiten. Leiten, ja. In Ketten legen, nein. Wir müssen die Tradition ehren. Sei vorsichtig, Thomas. Vater nahm dich damals auf, als einen von uns. Cool, der heißt Thomas. Dein Blut wird niemals Lin Kuei sein. Oh, das ist aber fies. Lord Liu Kang erwartet euch. Es wird auch Zeit. Das sieht auch ziemlich cool aus. Shang Tsung ist hier, in den Ruinen der Ying-Festung. Seine Seelenräuber werden bereits aufgebaut.
Ihr müsst sie zerstören und Shang Tsung einfangen, ehe dem Erdenreich Schaden zugefügt wird. Wir brechen sofort auf. Und wir sind dabei. Ihr seid nicht Lin Kuei. Ihr werdet nur ein Hindernis für uns. Das Gesicht sieht ziemlich krass aus. Unser Training ist anders. Es dauert Jahre, unseren Weg zu lernen. Du und Raiden habt mein vollstes Vertrauen. Doch ich brauche euch woanders. Geht zu den Wuxi. Die Mönche bereiten euch auf den Krieg vor. Oh. Krass. Man kommt nur über die Mauern hinein. Wir müssen zuerst einen weniger bewachten Abschnitt finden. Endlich ein würdiger Gegner. Der Sieg wird ruhmreich sein. Ruhm? Wir kennen nur Pflicht. Bist du von Vaters Geist besessen? Ich höre nur seine Stimme. Wir müssen ihn ehren, Bihan. Sein ja, ich glaube, Bihan wird in dieser Zeitlinie auch böse. Er sei nicht unsere Überlegenheit. Wir verteidigten das Erdenreich, statt es anzuführen. Unser Clan regiert nicht. Er dient. Früher vielleicht. Das wird nicht so bleiben. Oh, krass, der kann einfach fliegen. Und die müssen klettern. Die armen Schweine. Hat er noch Glück gehabt? Wow. Als Kind hörte ich von den Kämpfen gegen euch. Ich dachte, es wären nur Geschichten. Bald kennen alle Erdenreichler Veterans. Mein Reich verhungert und wird sich hier laben. Oh. Okay. Autsch. Ja, ich kenne die Tricks von Sub-Zero nicht. Oh Mann, da kam schon Sub-Zero. Oh. Dein heutiger Tag endet. Ich finde, der spielt sich ein bisschen schwer. Was soll das? Ermac. Die Festung zu verteidigen. Niemand entkommt uns. Test your might. Oh. Okay. Bam. Du bist Quan Chis Schöpfung. Liu Kang hat uns gewarnt.
Oh, okay, es lädt wieder. Ich hatte gehofft, gegen eure dunkle Magie antreten zu können. Ich habe immer Angst, dass es hängen bleibt. Okay. Die Arena passt zu Sub-Zero, weil es schneit. Das kann man nicht connecten, okay. Oh Gott. Ja, ich wollte auch Wurf machen, verdammt. Dann machen wir es jetzt. Wer soll schon vor dir Angst haben? Ihr seid beide unverletzt. Sind wir, Bruder? Gut. Nach Jahren der Untätigkeit freue ich mich wieder auf den Combat. Ich bin froh, wenn die Mission erledigt ist. Ein bisschen Ninja-Action. Seht euch vor bei eurer Arbeit. Für Fehler haben wir keine Zeit. Sind die Dinge aus Gold etwa? Ich muss die Produktion der anderen Becken überwachen. Das war brutal. Das ist Quan Chi, der andere Zauber, den Liu Kang beschrieb. Kuai Liang und ich werden ihn fangen. Bleib hier. Sie dürfen die Seelenräuber nicht aktivieren. Ja, verstecken muss man sich nicht. Also hätte sich nur einmal umgedreht, hätte er sie gleich gesehen. Aber gut. Oh. Die Gier nach Gold. Dieser Krieg wird uns reich machen. Wir müssen ihn erst gewinnen, Bruder. Sieht immer so hinterhältig aus. Rechtzeitig fertig, Quan Chi. Als ob er immer über einen steht. Die Anleitung unserer Gönnerin war überaus hilfreich. Wir zerstören sie und halten ihren Bau auf. So sei es. Ah, die Lin Kuei. Wir haben euch bereits erwartet.
Ach was. Erwartet ihr auch eine Niederlage? Denn so wird es enden. Genau. Autsch. Au. Das sieht ja cool aus. Das sah richtig cool aus. Wie er ihn so einfriert. Autsch. Ja, also dieser Move in den Block, der wird bestraft. Oh, hab ich. Das war's. Versagen war unausweichlich. Das ist so unnötig. Was ich euch biete, könnt ihr nicht ablehnen. Sofern ihr euch nicht ergebt, bin ich nicht interessiert. Autsch, autsch. Wow, krass. Er hat seine Gestalt geändert. Geil. Autsch. Geil, geht doch. Liegen bleiben. Entscheid. Ich kann dir frei. Oder dir Oh, ich habe ein bisschen Timing verpasst. Oh, schon wieder Timing verpasst, verdammt. Boah, das ist ja krass. Sag mir dir. Oh, der hat sich zu einem alten Mann verwandelt. Cool. Nein. Sag mir dir. Boom. Sehr schön. Ich hoffe auf einen würdigeren Gegner. Ja, der ist schon ziemlich krass, wenn er Shang Tsung und Quan Chi besiegt hat. Gefangen genommen. Was? Sie haben Quan Chi und Shang Tsung fertig gemacht und von den Typen werden sie zusammengeschlagen? Woher weißt du, was ich schätze? Du kennst mich nicht, Fremder. Ja, ich glaube, der wird ihn auf seine Seite rüberziehen. Du befreien willst, damit dein Clan uneingeschränkte Macht hat. Ich biete euch beides davon. Oh ja. Yeah. Ignorier ihn. Er will uns nur bestechen, Bruder. Großmeister. Ich weiß, was du dich fragst. Kann ich einem Mann vertrauen, den ich nicht kenne? Aber die wahre Frage lautet: Geht es überhaupt anders? Okay.
Ja, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video.